Das aus meiner Sicht entscheidende Thema für die Aktienmärkte derzeit ist diese Riesenlücke zwischen dem, was die Aktienmärkte, was die Märkte insgesamt annehmen, wie oft die Zinsen in diesem Jahr sinken werden auf der einen Seite und das andere ist, was die Notenbanken sagen oder tun werden auf der anderen Seite. Derzeit ist diese Lücke sehr, sehr groß und das hat sich heute einmal mehr gezeigt als Christopher Waller, Fed-Mitglied, in einer virtuellen Rede. Er wollte eigentlich physisch auftreten, aber aufgrund der polaren Bedingungen in den USA ist das nur online erschienen. Aufgrund also der Aussagen von Fed Waller ist die Lage ein bisschen anders geworden, denn Waller hat ziemlich klar gesagt, ja, wir könnten die Zinsen in diesem Jahr senken, aber wir werden es nicht allzu eilig haben mit der Senkung der Zinsen und das hat Konsequenzen gehabt an den Märkten. Wir sehen den Dollar stärker, sehen die Renditen für US-Staatsanleihen nach oben, die Aktienmärkte volatil. Heute Morgen ja eher schwach auf der Brust, dann vor allem der Nasdaq wieder nach oben gezogen. Jetzt ist man ein bisschen nervös und ein bisschen tiefer. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber Dollar und Renditen sprechen da eine relativ eindeutige Sprache, nämlich die, dass diese Zinssenkungserwartungen doch deutlich übertrieben sind. 7 Stück sind eingepreist in den Märkten oder preisen die Fed Fund Futures ein. Das würde bedeuten, dass auf jeder Sitzung ab März die Zinsen sinken würden. Und das ist aus meiner Sicht ziemlich unwahrscheinlich. Und wir schauen uns das Setup mal an. Waller hat gesagt, ja, also die Daten der letzten Monate, die haben uns die Möglichkeit gegeben, vielleicht wirklich die Zinsen zu senken im Jahr 2024. Wenn die Inflation nicht ein Rebound macht oder hoch bleibt und dann eben entscheidend, es gibt keinen Grund, so schnell wie früher mit den Zinsen nach unten zu gehen. Das war die Aussage, die den Dollar und die Renditen nach oben gebracht hat. Auch die Aussage wichtig von Waller in Sachen Bilanzreduzierung, könnten wir sometime this year irgendwann mal in Angriff nehmen, also irgendwann mal in diesem Jahr könnte man das mal machen. Das klingt jetzt aber nicht so, als wäre das jetzt unmittelbar vor der Tür. However, schauen wir uns mal die Zinserwartungen der Märkte an, die March Rate Cut Odds, also die Wahrscheinlichkeit, wie es aussieht mit einer Zinssenkung bei der März-Sitzung nach unten gegangen, wie auch die Rate Cut Expectations fürs Jahr 2024 insgesamt nach unten gegangen. Wir sehen das hier kurz nach den Aussagen von Waller. War das fast 50-50, was den März betrifft? Noch vor kurzem ja eine Wahrscheinlichkeit von um und bei 80%, dass die Fed im März die Zinsen senken wird. Jetzt war man dann schon wieder über 40 in dem Lager. Nein, wird nicht gesenkt werden, hat sich dann wieder so ein bisschen verschoben, aber es ist eben das, was Waller hier gesagt hat, wir werden carefully calibrated and not rushed vorgehen, also sehr vorsichtig vorgehen. I see no reason to move as quickly as or cut as rapidly as the Fed has in past cutting cycles. Also ich sehe keinen Grund, da wirklich so schnell vorzugehen wie in den letzten Zinssenkungszyklen, es sei denn, es kommt eben eine Rezession. Das ist eben die Grundfrage. Aber hier sehen wir die Entwicklung bei Renditen und US-Dollar. Renditen jetzt wieder deutlicher über 4% gestiegen, der Dollarindex deutlich nach oben ausgebrochen, nachdem es ja vor allem Ende 2023 nach unten ging, ist der Dollar in diesem Jahr deutlich stärker wieder, also jetzt in 2024 und es wird langsam zu exzessiv, sagen viele. Howard Lutnick etwa, der lacht sogar, wenn er angesprochen wird auf die 7 Zinssenkungen, die die Märkte erwarten, sagt er, no way, no way at all, überhaupt keine Chance, dass das passiert. Andere sehen es ähnlich wie zum Beispiel auch in Davos. Da kommen ja jetzt viele Headlines, weil die Elite sozusagen in Davos weilt und sich da äußert, vor allem bei Bloomberg eben befragt wird. Und hier sagt Kenneth Rogoff, Wirtschaftswissenschaftler Harvard, der meint, also 6 Zinssenkungen, das ist ein Pipe Dream, wenn wir ein Soft Landing haben, aber that's not happening. Wir werden vielleicht 2 oder 3 bekommen. In diesem Camp bin ich auch, wenn es keine Rezession gibt oder eine stärkere Rezession gibt. Also das ist schon sehr, sehr exzessiv, zumal auch in Kanada, da gucken die Amis ja durchaus hin, weil der Wirtschaftsraum relativ ähnlich ist, jetzt eine Überraschung gegeben hat, vor allem bei der Kerninflation, die von 3,1% auf wieder auf 3,4% gestiegen ist. Also
Das macht es schwieriger für die kanadische Notenbank in Sachen Zinssenkungen. Wir sehen dieses Abwärtsmomentum, das sehen wir insgesamt auch in den USA, das sehen wir vor allem auch in Deutschland und auch in Europa. Dieses Abwärtsmomentum bei der Inflation, das ist erstmal vorbei. Heißt nicht, dass die jetzt sofort wieder in den Himmel steigt, aber eben diese Dynamik, die lange zu sehen war, die ist jetzt erstmal raus aus der Nummer. Aber es gibt natürlich auch noch die Frage, kommt da eine Rezession? Und wir haben heute den New York Empire State Index gehabt mit minus 43,7 bei einer Erwartung von minus 5,0. Eine 10-Sigma-Abweichung, also eine 10er-Standardabweichung, passiert extrem selten. Also wirklich katastrophale Daten. Jetzt sagen manche, naja, die Beteiligung an dieser Umfrage bei CEOs, bei Geschäftsführern in Großraum New York, die sei relativ gering gewesen. However, aber schauen wir uns mal die verschiedenen Unterkomponenten an. Dann sehen wir alles, weist nach unten, ob Business Conditions, New Orders, Shipments und so weiter und so fort. Das Einzige auf der rechten Seite, was über der Marke von 0 bleibt, das sind Prices Paid und Prices Received, also die bezahlten Preise und die erhaltenen Preise. Hier sehen wir, dass die Indizes diese beiden Subkomponenten sogar hier zulegen können. Also das riecht dann so ein bisschen nach einer Stagflation, wenn sich das Ganze hier bestätigen sollte. So oder so war es jetzt der größte 2-Monats-Rückgang außerhalb der Corona-Zeit, als wir ja Lockdowns hatten, in der Geschichte dieses Index, und den gibt es schon seit 3 oder 5 Tagen. Also da sieht man, das ist ein wichtiger Punkt. Die Industrie in den USA ja ohnehin in der Rezession schon lange. Der ISM-Index seit mindestens 14 Monaten unter der Marke von 50. Also es geht Monat für Monat weiter nach unten mit der Industrie. Und dann haben wir zuletzt ja auch einen ISM-Dienstleistungsindex gesehen. Dienstleistung stützt ja noch die Wirtschaft, aber auch nur noch knapp über der entscheidenden Marke von 50. Dennoch erwarten 79% der Großkopferten, also der von der Bank of America befragten Großinvestoren, ein Soft oder No Landing, also eine weiche Landung oder gar keine Landung der US-Wirtschaft. Und 91% der Fondsmanager, der großkopferten Fondsmanager, wie gesagt, die erwarten Zinssenkungen in diesem Jahr, obwohl es ein Soft Landing gibt oder ein No Landing. Aber das, was IPEC Oskardeska ja hier sagt, von Swissquote, das finde ich sehr, sehr vernünftig und sehr klug und bringt das wirklich auf den Punkt, was zentral ist. Das erste Quartal an den Aktienmärkten wird davon geprägt sein, dass die Märkte erkennen müssen, dass es zu früh ist für eine Senkung der Zinsen bzw. für eine schnelle Senkung der Zinsen, solange eben der Arbeitsmarkt noch so dasteht in den USA, wie er dasteht, und solange eben auch dieses Fiscal Spending, also das Geldausgeben der beiden Regierungen, so anhalten wird. Also das ist, glaube ich, das, was den Nerv trifft. Wir sehen heute moderates Minus, außer etwa bei den Small Caps, die über 1% nach unten gehen. Wir sehen eine Apple im Minus, wir sehen eine Amazon im Minus, wir sehen Nvidia mal wieder im Plus, wir sehen den Energiesektor im Minus, mehr rot als grün heute, aber alles nicht dramatisch, noch Fragezeichen. Da muss man den Blick weiter auf Renditen und Dollar haben, um diese Frage zu beantworten. Warum fällt Apple? Nun, Apple fällt, weil der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof in den USA, einen Einspruch von Apple abgelehnt hat in Sachen App Stores, also zum Beispiel eben, wenn Apple in seinem Store ein Spiel von Epic Games reinnimmt, dann kassiert man richtig schön ab, bis zu 30%. Dagegen hat der Epic Games geklagt und erstmal Recht bekommen von einem Gericht, und jetzt hat das oberste Gericht gesagt, ja, nee, der Einspruch von Apple, den nehmen wir gar nicht an. Das ist für Apple ein Riesenthema, auch für Google, denn das ist ein Milliardenbusiness, dass man also von anderen Firmen praktisch dafür, dass man sie in seinen App Store aufnimmt, dass man das in diesen App Stores runterladen kann. Da kriegen beide Konzerne viele, viele Milliarden Dollar. Wie sieht es aus mit der Marktpositionierung?
Wenn das Momentum sich ändern würde, und das könnte passieren, wenn die Fed weiter kommuniziert, nee, so schnell haben wir es nicht, so eilig haben wir es nicht mit Senkung der Zinsen, dann müssen CTAs, also diese Commodity Trading Advisor, 70 Milliarden Dollar verkaufen. Ohnehin die Positionierung, wie hier rechts bei JP Morgan, der Asset Manager, sehr, sehr hoch. Der Optimismus ist so hoch wie seit 2 Jahren nicht mehr, wie eine Umfrage der Bank of America hier eben gezeigt hat. Und hier sehen wir mal unten nochmal die Entwicklung dieses Soft Landing Narrativs. Ist jetzt auf einem neuen Hoch. 79%, das hatten wir schon viele, viele Jahre nicht mehr, dass also praktisch kein Risiko für eine Rezession gesehen wird. Und was wird gespielt von den Großen am Markt? Nun, sie sind nach wie vor long in den Magnificent Seven. Man ist short in China Equities, man ist long in japanischen Equities. Das ist so der Trend, der derzeit der Fall ist. Wer wahrscheinlich übergeordnet agieren will, der sollte da vielleicht ein bisschen antizyklisch vorgehen, gerade was die Magnificent Seven betrifft, die ja schon nicht gerade billig sind. Und diese großen Investoren wurden auch von Gruppen 6 hier befragt. Naja, wie schaut es aus? Was sind die größten Risiken? Sagen 54% Geopolitik, 17% US-Wahlen, 15% Inflation und nur 14% sagen Rezession. Also Rezession ist jetzt nicht gerade das Thema, das den Leuten sehr, sehr nahe geht. Mal sehen, ob sich das bald ändert. Aber in Sachen Geopolitik wurde jetzt ein griechisches Schiff angegriffen, das für Russland Öl transportierte von den Houthis im Roten Meer. Shell hat jetzt heute erklärt, dass man auch keine Shipments mehr machen wird durch das Rote Meer. Also diese ganze Geschichte, die spult sich weiter auf. Die Amerikaner haben gesagt, wir haben einen dritten Militärschlag gemacht gegen Missilestationen der Houthis im Jemen. Und eines der Risiken ist auch US-Wahl, nachdem Donald Trump in Iowa ja sehr deutlich triumphiert hat, wird es jetzt morgen weitergehen mit New Hampshire. Und das ist insofern spannender und wichtiger als Nikki Haley, die an dritter Stelle reinkam, hier bei den Vorwahlen in Iowa, dass sie extrem viel Geld ausgegeben hat, extrem viel investiert hat in New Hampshire. Da muss sie vor Trump landen, sonst ist im Grunde die Geschichte vorentschieden. 40% nach neuesten Umfragen Haley, 40% nach neuesten Umfragen Donald Trump. Also gleich auf. Viele, die nicht Trump-Freunde sind, dürften Nikki Haley unterstützen, aber reicht das, um ihn zu besiegen? DeSantis völlig abgeschlagen und insgesamt die größte Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump hier die Wahlen gewinnen wird vor Joe Biden. Und Nikki Haley derzeit die Stimmungsumfragen. Stimmungsumfragen macht auch die EZB und die hat festgestellt, die Leute erwarten weniger Inflation. Nach meiner Auffassung ziemlich schlechtes Timing, denn wir werden jetzt speziell in Deutschland, aber wahrscheinlich auch generell einen Anstieg wieder der Inflation sehen. Hier werden wir bald in Deutschland die Januarzahlen bekommen oder in 2-3 Wochen die Januarzahlen bekommen. Und die werden deutlich höher sein, allein durch die Maßnahmen der Bundesregierung. Jetzt haben wir diese Geschichte noch im Roten Meer, die sich auswirken wird. Und auch das dürfte die Popularität von dem Scholzomaten nicht gerade steigern. Die SPD jetzt auf dem Weg zur Einstelligkeit, hat man das Gefühl. Nur noch 13% würden jetzt die SPD wählen. Das ist wirklich schon desaströs. 2% weniger als noch in der Vorwoche. Also unbeliebter kann man nicht sein als Scholz und seine SPD. Auch die FDP muss zahlreiche Austritte verkraften. Das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, hier die Ampelkoalition fortzusetzen. Abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Man ist ja, oder viele sind ja gewohnt, ja, da gibt es super Renditen bei den Aktienmärkten. Aber vielleicht wird das ein mageres Jahrzehnt für die Aktienmärkte. Warum, erklärt mein Kollege Wolfgang Müller, aufgrund finanzmathematischer Parameter, die ziemlich zwingend sind, ziemlich überzeugend sind. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, eine gute Nachricht, es sieht so aus, als würden die Gasspeicher reichen. Die dürften sogar Ende des Winters um mehr als 50% gefüllt sein, wie die EU-Kommission heute mitgeteilt hat. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao mit der zweiten Empfehlung dieses Artikels. Ciao.